länger auf die Straßenbahn warten, weil FahrerInnen fehlen und die Intervalle verlängert werden müssen. Auch das Lieblingsrestaurant hat nur 4 Tage die Woche offen, weil es nicht genug KellnerInnen gibt. Der Fachkräftemangel ist in Österreich deutlich zu spüren. 270.000 Menschen fehlen, um die offenen Stellen zu besetzen. Doch wie lässt sich der Arbeitskräftemangel beheben? Und aus welchen Ländern könnte das künftige Personal kommen? Dazu mehr in dieser Ausgabe von Trends. Es fehlt an Personal. Und zwar überall. Bei der Polizei zum Beispiel konnten letztes Jahr 600 Stellen nicht nachbesetzt werden, weil schlicht und einfach die Bewerber und BewerberInnen gefehlt haben. Die ÖBB suchen in den kommenden Jahren 400 LokführerInnen, weil eine Pensionierungswelle bevorsteht. Die Liste an Mangelberufen wird in Österreich von Jahr zu Jahr länger. Heuer gibt es wieder einen neuen Rekord. 100 Berufe stehen mittlerweile auf der bundesweiten Liste. 58 kommen noch einmal regional dazu. Doch was ist überhaupt ein Mangelberuf? Als Mangelberuf gilt, wenn für den Job weniger als 1,5 Arbeitssuchende in Frage kommen. Und damit haben immer mehr Branchen zu kämpfen. Im Fleischereibetrieb, in der Gastronomie, in der Elektromechanik, aber auch BuchhalterInnen zählen mittlerweile zu den Mangelberufen. Es gibt mehrere Gründe, wieso Österreich so viele Arbeitskräfte fehlen. Zum einen ist nach der Pandemie die Wirtschaft stark gewachsen. Deswegen suchen auch viele Firmen nach mehr Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dann ist da noch die Demografie. Das ist das größte Problem. Die Menschen in Österreich werden einfach immer älter und immer weniger Jüngere kommen nach. Momentan verschärft sich auch die Lage dadurch, dass viele geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Außerdem wächst der Trend zur Teilzeit. 30% der Menschen in Österreich haben keinen Vollzeitjob. Das Modell des Downshifting wird zu einer Art Lebensplan. Das bedeutet, viele Menschen entscheiden sich bewusst, die Arbeitszeit zu verkürzen, um mehr Freizeit zu haben. Der Personalmangel ist kein rein österreichisches Phänomen und wird sich auch in den nächsten Jahren verschärfen. Europas Bevölkerung schrumpft nämlich und damit fehlen am ganzen Kontinent Arbeitskräfte, vom Ingenieurwesen bis zum Handwerk oder auch in der Gastronomie, um nur einige zu nennen. Besonders dramatisch ist die Situation in den baltischen Staaten. In Lettland etwa wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um bis zu 1/3 zurückgehen. Österreich trifft es zum Glück nicht ganz so hart. ExpertInnen rechnen damit, dass die Gruppe der Menschen im erwerbsfähigen Alter um ungefähr 125.000 zurückgehen wird. Österreich profitiert nämlich noch von der massiven Zuwanderung, die es aus Osteuropa gegeben hat. Die hält aber auch nicht länger an. Das hat damit zu tun, dass in Osteuropa die Löhne gestiegen sind und es für die Menschen keinen Anreiz mehr gibt, ins Ausland zu gehen. Weniger Arbeitskräfte bedeutet weniger Wachstum und damit auch weniger Wohlstand. Manche ExpertInnen sagen sogar, der Arbeitskräftemangel ist bedrohlicher als die Energiekrise. Kanada will bis 2025 1,5 Millionen Menschen ins Land holen, um die Arbeitslücke zu schließen. Kanada sieht sich traditionell als Einwanderungsland und könnte Vorbild für die europäischen Länder sein. Bis in die späten 60er Jahre hat Kanada auf Immigration aus Europa gesetzt. Als die ausgeblieben ist, hat man radikal umgestellt. Weg von der Herkunftsregion hin zur Qualifikation. Mit einem Punktesystem können sich Menschen für die Einwanderung qualifizieren. Jeder bekommt, je nachdem, wie gut er oder sie ausgebildet ist oder wie gut er oder sie Englisch spricht, eine gewisse Punkteanzahl. Wer 67 von 100 Punkten hat, bekommt ein Visum und darf ins Land, auch wenn er oder sie noch keinen Job hat. Besonders Menschen aus Indien, Pakistan und China haben diese Chance genutzt. Menschen aus diesen Ländern könnten bald auch vermehrt in Europa Jobs übernehmen. Gerade Indien hat einen großen Pool an gut ausgebildeten Arbeitskräften, die gut Englisch sprechen. Und es ist eines der Länder, das derzeit am stärksten wächst. 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Noch heuer wird es China den Rang als meistbevölkertes Land der Welt ablaufen. Österreich hat Anfang des Jahres mit Indien ein Migrations- und Mobilitätsabkommen geschlossen. Indien hat sich dazu verpflichtet, illegale Migranten zurückzunehmen,
Dafür sollen qualifizierte Fachkräfte leichter eine Arbeitsgenehmigung in Österreich bekommen. Österreich versucht auch für andere Schlüsselkräfte aus Drittstaaten attraktiver zu werden. Dafür hat die Regierung die Rot-Weiß-Rot-Karte reformiert. Die Aufenthaltserlaubnis im Scheckformat hat als zu bürokratisch und teuer gegolten. Zukünftig soll es, wenn man gut ausgebildet ist, leichter werden, eine Arbeitsberechtigung für Österreich zu bekommen. Letztes Jahr wurde die Rot-Weiß-Rot-Karte rund 6000 Mal ausgestellt. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Trends. Mehr Infos zur Rot-Weiß-Rot-Karte gibt es auf wku.at. Wir freuen uns, wenn du unseren Kanal abonnierst. Du kannst auch, wenn du möchtest, uns einen Kommentar zu dieser Ausgabe in der Kommentarleiste hinterlassen. Bis zur nächsten Ausgabe von Trends.